Ein verschontes Land igelt sich ein. Die Schweiz ist für ihr Verhalten im Zweiten Weltkrieg später hart kritisiert worden. Nicht zuletzt für ihre restriktive Flüchtlingspolitik. Viele Schweizer Privatleute haben sich aber tatkräftig für Flüchtlinge eingesetzt. Etliche sind dafür sogar gerichtlich verurteilt worden. Nationalrat Paul Rechsteiner hat nun ihre Rehabilitierung verlangt. Mit diesem Beschluss wird zum Ausdruck gebracht, dass es eben in der Bevölkerung viele mutige Menschen gehabt hat, die Menschen gerettet haben, die sich eingesetzt haben für die bedrohten Menschen. Und das muss heute jetzt auch konkret zum Ausdruck gebracht werden mit der Aufhebung der Strafurteile. Einer, der rehabilitiert werden könnte, ist der 80-jährige Pierre Wollmann aus Biel. Als Mitglied einer jüdischen Jugendorganisation holte er ungefähr 10 befreundete Jugendliche aus Belgien von der Schweizer Grenze ins Landesinnere, was er später mit 8 Tagen Gefängnis büßte. Und wir haben das gemacht, selbstverständlich nicht für Geld, wir haben das gemacht, weil das Freunde von uns sind, mit demselben Ideal, mit demselben Ziel. Und dafür haben wir weder Dank noch Anerkennung. Das war erwartet, das war etwas ganz Normales. Auch Pierre Wollmanns heutige Frau gehörte zu einer Flüchtlingsgruppe, die aus Belgien in die Schweiz kam. Doch nicht immer war der Einsatz von Privatleuten für Flüchtlinge erfolgreich. Dass sie für ihren Einsatz aber auch noch bestraft wurden und diesen Makel weitertragen, wollte Paul Rechsteiner ganz und gar nicht einleuchten. Es gab viele, vor allem einfache Menschen, die die Ehre der Schweiz gerettet haben in jener Zeit. Sie haben Flüchtlingen, die an Leib und Leben bedroht waren, haben sie gerettet. Sie sind dafür bestraft worden, strafrechtlich verurteilt, beispielsweise wie der St. Galler Polizeihauptmann Paul Grüninger, der Hunderten, wenn nicht Tausenden von Flüchtlingen das Leben retten konnte und dafür aber strafrechtlich verurteilt worden ist, weil er gegen schweizerische Gesetzesbestimmungen verstoßen hat. Paul Grüninger, anfangs der 70er Jahre, kurz vor seinem Tod. Vor dem Krieg war Grüninger Polizeihauptmann im Grenzkanton St. Gallen gewesen. Wohl 3000 Flüchtlinge, die meisten von ihnen verfolgte Juden aus Österreich, verdanken ihm ihr Leben. Grüninger ließ an Leib und Leben Bedrohte die Grenze passieren. Sie waren sich doch bewusst, dass Sie gegen die strikten Weisungen des Bundesrates verstießen. Ja, da war ich mir ganz bewusst. Aber das Gewissen gab mir ein, dass ich sie nicht wieder zurücksenden konnte oder durfte. Und auch mein menschliches Pflichtgefühl verlangte von mir, dass ich sie hier behalte. In Diepoldsau an der Grenze ließ Grüninger eine leerstehende Fabrik als Auffanglager für Flüchtlinge herrichten. Von hier aus konnten die Exilanten weiterreisen zu Bekannten oder Verwandten in der Schweiz. Wer mittellos war, den vermittelte Grüninger an die israelitische Gemeinde, mit der er eng zusammenarbeitete. Ich war einmal dort und dann hat mein Mann einen Besuch im Krankenzimmer gemacht. Da war nur eine einzige Frau, die auf dem Matratzenlager lag. Dann hat mein Mann gesagt, wie geht es Ihnen? Dann hat sie gesagt, ach, ich habe einen wehen Fuß, aber noch ein viel weheres Herz. Ich weiß nicht, wo mein Mann und meine Kinder sind. Kurz vor Kriegsausbruch flogen die menschenrettenden Manöver des Polizeihauptmanns auf. Entehrt und sämtlicher materieller Ansprüche beraubt, brachte der gelernte Schulmeister seine Familie nun als Schweinefuttervertreter oder Regenmantelverkäufer durch. Erst 1995 wurde er auf starken Druck der Öffentlichkeit als bisher einziger Flüchtlingshelfer posthum rehabilitiert. Bei mir war es eine Kleinigkeit, aber wenn ich denke an einen Herrn Grüninger zum Beispiel, das war ja eine Katastrophe für sein ganzes Leben. Und ich glaube, dass man damals doch übertrieben hat. Man hätte eine mehr symbolische Strafe aussprechen sollen, so wie zum Beispiel bei mir, das war auch fast symbolisch. Trotz seiner 8-tägigen Gefängnisstrafe galt Pierre Wollmann weiterhin als unbescholtener Mann und machte brav seine Rekrutenschule. Nach dem Krieg wanderte er vorübergehend aus. Er schiffte sich in Lissabon nach Israel ein. In Israel heirateten er und seine Frau Heidi. Was nützt ihm nun die späte Rehabilitierung? Somit kann ich mir denken,
dass das, was ich gemacht habe, vielleicht gar nicht so schlimm und so falsch war, wie man vielleicht es damals aufgefasst hat. Haben Sie es irgendwann einmal bereut, dass Sie das gemacht haben? Nie, damals? Nie. Ich würde es auch wieder machen. Nein, absolut nie bereut. Absolut nicht. Gar nicht. Herr Grüninger, trotz all dem Schweren, was Sie und Ihre Familie in dieser Zeit durchgemacht haben, würden Sie in derselben Situation genauso handeln? Ja, selbstverständlich. Ich würde genau gleich wieder das Gleiche tun und gleich handeln. Wie viele Menschen damals wegen ihres Einsatzes für Flüchtlinge verurteilt wurden, ist nicht genau bekannt. Gut zu wissen immerhin, dass einige tausend Flüchtlinge dank ihnen mit dem Leben davongekommen sind.